Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video zum Thema bewusst eine Astralreise einleiten. Dazu vorher ein paar einleitende Worte, was eine Astralreise ist. Eine Astralreise ist ein anderer Seinszustand unseres Bewusstseins. Wir bewegen unser Bewusstsein in eine andere Ebene oder Dimension, die parallel zu unserer physischen Welt existieren. Und deshalb solltest du dir bewusst sein, dass du Welten betrittst, die auf einer anderen Schwingungsfrequenzebene existieren. Mit all ihren Formen, Farben, Wesen und viel mehr. Und du kannst auf diesen verschiedenen Ebenen oder Welten auch verschiedenen astralen Wesen begegnen. Und dessen solltest du dir bewusst sein oder werden. Und der Frage, warum will ich eine Astralreise machen? Was will ich erleben? Und wenn du das für dich geklärt hast, der Rest ist nicht mehr so schwer, ist eine reine Übung. Eine ganz gute Übungsform über längere Zeit ist die tägliche Meditation, weil du durch Meditieren verschiedene Seinszustände erkunden kannst. Auf den verschiedenen Ebenen, die man sich aber nur vorstellen soll, nicht wie auf der irdischen Welt mit verschiedenen Ebenen durch verschiedene Gesteine und dergleichen, sondern einfach nur der Frequenzen. Weil jede Ebene des Seins erreichst du eben nur durch in der Meditation, dass du dich auf verschiedene Frequenzen und Ebenen des Seins einstimmst. Von oben nach unten, je nachdem. Es gibt natürlich noch sehr hohe Schwingungen, sehr hohe Frequenzen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber bleiben wir mal auf der Ebene von der physischen hin zur Astralebene. Und es gibt auch verschiedene Welten, aber dazu werden wir noch andere Videos machen. Jetzt geht es einfach mal um das, dass wir einfach mal bewusst die Astralebene oder Astralwelt betreten oder einleiten. Das erste ist, je nachdem, ich habe es ja in der Videobeschreibung ein bisschen was geschrieben dazu. Es kommt jetzt darauf an, wie du die Übung machen willst, im Liegen oder im Sitzen, je nachdem, wie du dich am besten entspannen kannst. Und das Wichtigste ist, nicht wie beim täglichen Astralreisen in der Nacht, die viele ja uns sehr unbewusst machen, müssen wir den Körper zur Ruhe bringen, wie im Schlaf, also wo du deinen Körper ablegst sozusagen. Du kannst es aber auch, wenn du längere Zeit schon meditierst, auch im Sitzen machen, weil du ja praktisch deinen physischen Körper auch ablegst. Und du solltest deinen Verstand, dein Ego auch Ruhe gönnen. Du musst es ja nicht ausschalten, aber verweise es auf eine Bank als Beobachter. Kann ja mitkommen und beobachten, was da ist, denn wir bewegen uns dann eben durch unser Bewusstsein. Denn bekanntlich erschafft Bewusstsein Realität auf einer anderen Ebene, einer anderen Dimension.
Und jetzt schließen wir die Augen. Damit zeigen wir schon, dass wir uns nach innen bewegen, begeben. Und durch den Atem stimmen wir uns auf unseren Astralkörper ein. Am idealsten ist über unsere Chakren oder Energiezentren, weil diese Ebenen, diese Astralebene ist auf einer bestimmten Schwingung, eine bestimmte Energie. Und so konzentriere ich dich meinen Fokus auf das Wurzelchakra. Nehme nur mal diese Schwingung wahr, ganz fein, zu feiner und zu besser. Und du wirst auch merken, dass du, wenn du unten im Gesäß das Perineum schließt und dann atmest, durch die Nase hineinatmest und dann diese Energie staust, dass dann die Energie ansteigt. Und umso schneller du atmest, bei geschlossenem Perineum, erhöht sich die Schwingung. Und diese Schwingung überträgt sich auf deinen physischen Körper. Und so kannst du jetzt stufenweise hochgehen, dann in dir. Im nächsten Bereich, so in der Nabelgegend, aber immer noch geschlossen. Und dann kannst du wieder, wenn du entspannen in der Zwischenzeit natürlich. Und dann gehst du wieder her, schließt es wieder und dann wieder. Gehst eine Stufe höher und wieder entspannen. Vor allem, wenn du es nicht gewöhnt bist, brauchst du diese Entspannung über zwischendurch. Wenn du es mal gewohnt bist, bis zur höchsten Ebene oben. Du kannst hier am Kopf einen Finger mit dem Fingernagel draufhalten und leicht hindrücken. Dann siehst du hier oben an der Scheitel, direkt am Kopf, Scheitel, die höchste Ebene. Und wenn du das über längere Zeit schon mal gewöhnt bist, dann kannst du es in einen durchziehen und betrittst sofort die Astralebene. Das heißt, ich gehe in das Wurzelchakra. Ich kann es auch, wenn man geübt ist, mit ein paar Atemzügen machen. Die müssen nicht mehr so schnell sein. Das war bloß zur Verdeutlichung, wie deine Schwingung sich erhöht. Wenn deine Schwingung schon erhöht ist, dass du so pendelst. Ziehst du deinen Atem bis nach oben, durch alle Chakren hindurch. Und im obersten Chakra hältst du den Atem. Mindestens 4 Sekunden und dann lässt du wieder los. Und dann wieder. Beim dritten Mal, wenn du entspannst, richtest du deinen Fokus auf dein drittes Auge, auf dein inneres Licht. Und dann begibst du dich wie so ein Zoom auf das Licht zu, gehst hindurch. Zum Beispiel erschaffst du dann diese Ebene oder nimmst es direkt wahr, was du da betrittst. Zum Beispiel eine Ebene in der Natur, auf der Astralebene. Hier links ein Baum, weiter vorne ein Weg, so ein bisschen moosig mit ein paar Sträuchern. Und rechts, wenn ich runterschaue, so eine Böschung. Ein Fluss
Und auf der anderen Flussseite so Bäume, im Fluss so weiße Punkte, die so wie in unserer Realität auch so umsprudeln. Die Strömung kannst du so anschauen mit den Wirbeln, ganz leicht. Und der Fluss fließt so herunter. Und du kannst auch mit deinen Sinnen wahrnehmen. Die Sonne scheint, dein Gesicht, von links oben das Licht kommt, die Schatten fallen dementsprechend, und wenn einer Wind auch geht, es riecht diese Blätter oder das feine Moos, das Wasser kannst du auch hören. Von der Strömung her. Du nimmst einfach mit allen deinen feinstofflichen Sinnen diese Umgebung wahr. Und bis du schaust, wenn du dann dein Bewusstsein jetzt wieder nach innen richtest und merkst auf die Beine, dass du in der Zwischenzeit, wenn du es richtig gemacht hast, automatisch deinen physischen Körper nicht mehr wahrgenommen hast. Das heißt, der Verstand, du kommst zurück ins Tagesbewusstsein in der Zwischenzeit. Der Verstand hat es wahrgenommen. Vielleicht sagst du, wow, war das geil. Meine erste Astralreise vielleicht sogar. Also das heißt, so kann man bewusst eine Astralreise einleiten, und das hilft dir auch später, dein Bewusstsein zu erweitern für andere Ebenen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude auf deinen Reisen, bei deinen Übungen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.